Yo, was geht ab? Ich will hier gerade ein Video aufnehmen. Ja, mach doch. Ja, aber du störst. Aber gut, wenn du schon mal hier bist, dann kannst du mir auf jeden Fall die Frage beantworten, ob sich deiner Meinung nach noch lohnt, 2022 eine 2 Jahre alte Drohne von DJI zu kaufen. Ja, warum nicht? Naja, mittlerweile gibt es doch schon viel, viel bessere Drohnen. Ja, das stimmt, aber was willst du mehr außer 4K, RAW-Bilder? So viel hat sich da auch nicht getan. Damit hast du wohl recht. Von daher kannst du ja auch die Drohne kaufen. Dürfte ich mir dann jetzt oder dran machen, mein Video aufzunehmen? Ja, warum nicht? Ja. Okay. Okay, let's go. Okay, so Leute, ich habe mir tatsächlich hier so einen ProMist-Filter heute mal auf die Linse geschraubt, um zu gucken, wie ich das finde, dass hier die Lampen und meine Skintone oder meine Haut einfach so ein bisschen weicher und so einen weicheren Look einfach abbekommt. By the way, das Bild hier müsste morgen ankommen. Ich hoffe doch, es kommt morgen an. Vielleicht mache ich dann ein kurzes Short davon und stelle es hier bei YouTube rein. Also wenn ihr nicht verpassen wollt, was für ein Bild es ist, auf jeden Fall jetzt schon mal den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. By the way, habe ich dieses ganze Video gestern schon einmal aufgenommen, nur hat irgendwie gestern meine Soundkarte bzw. mein Aufnahmegerät für die Audio komplett versagt und weiß ich nicht, irgendwie hat es nicht funktioniert. Deswegen muss ich heute hier im Laufe des Videos immer mal wieder da unten drauf gucken. Und apropos Video, ich würde sagen, damit fangen wir jetzt einmal an. Zunächst würde ich sagen, reden wir noch einmal ganz kurz drüber, was die Drohne so kann, also welche Videoqualitäten und Fotoqualitäten sie so hat. Meiner Meinung nach ist die DJI Mini 2 auch 2022 immer noch für die meisten Hobby-Foto- und Videografen von euch vollkommen ausreichend von den Specs her, die sie abliefert. Und welche das sind, erzähle ich jetzt einmal kurz. Die Drohne kann in 4K mit bis hin zu 30 FPS filmen, also für jeden Videografen eigentlich vollkommen ausreichend, der gerne 4K filmen möchte. Wer da lieber eine Slow Motion irgendwie in 4K hätte, der muss sich auf jeden Fall eins der teureren Modelle kaufen. Wer trotzdem mit 2,7K und 60 FPS sich eine Slow Motion erstellen möchte, der hat hier auf jeden Fall noch die Möglichkeiten. Ich hätte es cool gefunden, wenn DJI gesagt hätte, mit einem Update zum Beispiel, dass die Drohne auch in Full HD vielleicht 120 FPS aufnehmen könnte. Das geht leider nicht. Wie gesagt, auch in Full HD geht nur 60 FPS. Trotzdem würde ich sagen, dass die Videospecs der Drohne vollkommen ausreichend ist. Ich bin der Meinung, man braucht kein 5,2K, um Videos aufzunehmen. Ist natürlich cooler, wenn man in der Post-Production dann in die Videos auch noch ein bisschen reincroppen kann, um einen coolen Effekt zu erstellen. Ist aber nicht zwingend notwendig, beziehungsweise es geht auch mit dem 4K-Footage, was die Drohne hier abliefert. Und jetzt kommen wir nochmal zu der Fotoseite, denn die ist auch, glaube ich, sehr interessant für viele von euch. Viele Hobbyfotografen wird es auf jeden Fall freuen, dass man mit der DJI Mini 2 auf jeden Fall in RAW fotografieren kann. Das ist ein Riesen-Update im Vergleich zur DJI Mini 1. Da konnte man nämlich lediglich in JPEG fotografieren. Und die Vorteile von einer RAW-Datei, würde ich sagen, sind den meisten von uns bekannt. Die RAW-Dateien bieten auf jeden Fall einem die Möglichkeit, viel, viel mehr in der Post-Production herauszuholen aus den Bildern. Sie sind viel flexibler und verzeihen einem auch ein bisschen mehr fotografische Fehler, sage ich jetzt mal. Ich zum Beispiel fotografiere mit meiner Sony A7 Mark III ausschließlich RAW-Dateien und bearbeite sie dann in der Post-Production, also in Lightroom oder in Photoshop. Wenn ihr wissen wollt, wie das zum Beispiel geht oder wie mein Workflow dann da aussieht, guckt auf jeden Fall einfach mal in meinem Kanal drumherum. Da habe ich schon das ein oder andere Video zu gemacht. Und ein weiterer Vorteil ist tatsächlich, dass die RAW-Dateien dann auch noch in einer recht hohen Auflösung von 3000x4000 herkommen. Dafür sorgt der 12 Megapixel starke Sensor, der in der Drohne verbaut ist, der auch das 4K-Bild halt aufnimmt. Also was die Foto- und Videotechnik Seite angeht, ist die Drohne meiner Meinung nach vollkommen ausreichend noch im Jahr 2022. Man kann RAW fotografieren, man kann 4K filmen, man kann in 2,7K mit 60 FPS filmen und das sind alles die Möglichkeiten, die ja eigentlich das Interessante an der Drohne sind und meiner Meinung nach 2022 immer noch vollkommen ausreichend. Was mir tatsächlich nicht so gut gefallen hat, ist, dass die Drohne gerade in bergigen Gelände immer wieder Verbindungsprobleme hatte und zwar ab so einer Entfernung ab 800, 900 Metern fing das Bild einfach an zu ruckeln, beziehungsweise die Drohne sagte einem auch, Signal wird verloren gehen. Das sollte ja eigentlich laut DJI gefixt sein durch die neue 2,4 GHz Verbindung, die zwischen der Fernbedienung und der Drohne aufgebaut wird seit 2 Jahren. Allerdings funktioniert das immer noch nicht so tadellos, wie man sich das vielleicht wünscht. Also auf freier Fläche kann ich ohne Probleme 1,5 Kilometer weit
fliegen, ohne Verbindungsprobleme zu haben. Aber in den Bergen oder im weltlichen Gelände stürzt das Signal dann öfters mal ab nach ca. 800 bis 900 Metern. Und das ist so ein Problem, was dann doch tatsächlich ein bisschen ärgerlich ist, weil so eine Drohne kostet ja auch immer ein bisschen Geld, also ist nicht so günstig. Auch wenn es die Homecoming-Funktion gibt und so weiter, ist es kein schönes Gefühl, das Signal zur Drohne zu verlieren. Was sich in den letzten 2 Jahren aber sowas von positiv entwickelt hat, ist die DJI Fly App, also mit der man die ganze Drohne steuert. Die App ist so wesentlich auf das Wichtigste reduziert worden, dass ich ohne Probleme sofort weiß, wo ich welche Einstellungen habe, wo ich meine Settings umstellen kann, wo ich zum Beispiel die Shutter Speed und den ISO-Wert einstellen kann. All diese Sachen findet man jetzt super problemlos und super einfach in der Fly More App. Das war früher ein bisschen komplizierter, wie ich fand, und da muss ich sagen, hat DJI wirklich einen verdammt guten Job gemacht, was die Benutzerfreundlichkeit der App und auch der Steuerung generell der Drohne angeht. Auch sehr benutzerfreundlich ist das komplette Handling geworden mit der Drohne tatsächlich. Also ich bin der Meinung, dass ich sie mittlerweile innerhalb von 1 Minute startklar habe und dann in die Luft mit der Drohne steigen kann, was einfach dafür sorgt, dass man so ein mehr Run-and-Gun-mäßig filmen kann oder die Augenblicke, die man unbedingt einfangen möchte, auf jeden Fall einfangen kann, da die Drohne super schnell einsatzbereit ist. Das liegt natürlich an ihrer kompakten Bauweise. Also ich hatte ganz häufig die Drohne immer nur in meiner Jackentasche, habe sie dann gezückt und kurz die Flügel ausgeklappt und sie konnte starten quasi. Denn auch die Verbindung zwischen Fernbedienung und Drohne war super schnell, wozu auch wieder die DJI-App beigeholfen hat. Denn auch die App war einfach sowas von schnell startbereit und man konnte sagen, let's go, take off. Und die Drohne war in der Luft unterwegs, was es mir schon öfter die Möglichkeit geboten hat, coole Augenblicke einfach einzufangen, die ich gerne einfangen wollte. Apropos Größe und Gewicht, da ist natürlich sehr vorteilhaft, dass die Drohne gerade mal 249 Gramm wiegt. Das gibt einem in Deutschland viele Möglichkeiten oder gesetzlich mehrere Möglichkeiten, die es ein bisschen leichter einfach für einen machen. Ich will mich da aber auch, was die gesetzliche Seite angeht, nicht so weit aus dem Fenster lehnen, denn ich bin kein Rechtsbeistand. Trotz alledem muss ich sagen, dass das Gewicht auch beim Tragen natürlich oder beim Wandern sehr positiv auffällt, denn 249 Gramm sind tatsächlich nicht wirklich viel. Mit der Fernbedienung und vielleicht noch einem weiteren Akku kommt man da vielleicht auf 500 Gramm, die man dann zusätzlich nochmal mit der Drohne hinten im Rucksack hat. Plus, dass sie halt durch ihren kleinen Formfaktor einfach ultra wenig Platz wegnimmt. Was für mich noch mehr ein Grund ist, auch 2022 weiterhin auf die DJI Mini 2 zu setzen, denn sie ist einfach super klein und kompakt und macht Spaß zu fliegen. Also wie ihr merkt, ich bin immer noch sehr, sehr angetan von dieser Drohne. Auch wenn sie schon 2 Jahre alt ist, kann ich sie eigentlich jedem von euch einfach nur empfehlen, da sie immer noch super viel Spaß macht zu fliegen, da sie von den technischen Daten her immer noch vollkommen ausreichend ist. Also man braucht ja nicht immer die neueste Technik der Technik. Und DJI macht hier mit der Mini 2 oder hat mit der Mini 2 einfach einen verdammt guten Job gemacht. Und jetzt würde ich sagen, reden wir nochmal ganz kurz drüber, was ich alles an Equipment in der Fly More Combo bekommen habe und was ich generell noch an Equipment zusätzlich für die DJI Mini 2 nutze. Okay, den Anfang macht natürlich die Drohne. Ihr seht hier auch nochmal in meiner Hand, wie klein die Drohne wirklich ist, wenn sie so zusammengepackt habt. Das ist wirklich kein großes Gerät, was man sich irgendwo dann in den Rucksack wirft, sondern eine kleine, kompakte Drohne. Ich erinnere wirklich nochmal dran, mit welchen Koffern man früher durch die Gegend gereist ist, wenn man eine Drohne dabei hatte. Und heutzutage verschwindet so ein Ding hier einfach zum Beispiel in meiner Jackentasche oder hier vorne im Pulli und ist weg und ich kann sie mit mir rumtragen. Von daher mega geil nochmal, was die Größe angeht, die Mini 2. Zusätzlich zu der Drohne habt ihr dann weitere 3 Akkus, die einfach in der Fly More Combo mitgeliefert werden, in so einem Dual Charger. Das heißt, ihr könnt die alle 3 Akkus problemlos hier drin laden, müsst die nur über Nacht anklemmen. Außerdem zeigt er euch an, per LEDs, welche Akkus geladen sind. Mega nützliches Gerät, nutze ich unwahrscheinlich gerne, um mit der DJI Mini 2 zu fliegen. Apropos Akkulaufzeit, da kommen wir in der Realität auf ca. 28 Minuten, die ihr mit der Drohne pro Akkuladung fliegen könnt. Also mit 3 Akkus könnt ihr da fast 90 Minuten fliegen, was für einen Tagestrip, bin ich der Meinung, vollkommen ausreichend ist, denn man möchte ja dann auch noch ein bisschen vorankommen und nicht nur 1,5 Stunden fliegen. Natürlich ist auch in der Fly More Combo die Fernbedienung dabei, ist ja logisch, ohne Fernbedienung könnte man die ganze Drohne nicht fliegen. Mir gefällt die Drohne tatsächlich sehr gut, weil sie vom Layout der Knöpfe her sehr sinnig angelegt ist, also es fühlt sich alles sehr intuitiv an, wie man die Fernbedienung hier bedient und somit die Drohne steuert. Außerdem gefällt mir sehr gut, dass man das Handy hier so schön oben jetzt vernünftig einklemmen kann. Das war ja früher immer sonst hier unten drin und hat so ein bisschen gestört, was nicht so angenehm war. Aber muss ich sagen, die Lösung der Fernbedienung, wie DJI das jetzt seit neuestem macht, gefällt mir sehr gut. Und daran wird sich auch, glaube ich, in den nächsten 1-2 Jahren so viel nicht mehr ändern. Von daher absolutes Go, was die Fernbedienung angeht. Zusätzlich zu dem Equipment, was ihr bekommt, bekommt ihr noch ein Ladegerät und verschiedene Adapter sowie USB-C-Kabel, um alles zu laden, was ihr hier habt.
Und ihr bekommt noch diese coole Tasche einfach mitgeliefert, wo ihr die komplette Drohne samt Equipment verstauen könnt und einpacken könnt. Also ein sehr sinniges und volles Programm bzw. Fly More Paket, so wie man es von DJI bekommt und kennt. Und jetzt würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, abonniert auf jeden Fall den Kanal. Ich hoffe, wir sehen uns nächsten Sonntag um 18 Uhr in einem weiteren Video. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Genießt es. Am Mittwoch kommt vielleicht noch ein neues Short raus. Also einfach mal reingucken, beziehungsweise den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Und jetzt würde ich sagen, Peace. Wir sehen uns dann nächsten Sonntag. Macht's gut.